weiter mit dem zweiten Teil. Ich freue mich riesig, dass ich jetzt hier unsere erste Speakerin auf der Bühne begrüßen darf. Sie hat ihre Karriere bei Unilever Deutschland begonnen im Jahr 2004, damals noch als Trainee und ist heute Category Director Personal Care. Richtig. Und genau, du wirst uns jetzt ein paar Sachen über dich erzählen, aber ich finde auch ganz interessant, ich habe nämlich nachgeguckt in deinem Profil, was du uns auch gegeben hast, wir haben beide das gleiche Lieblingszitat. Haben wir. Ja, alle haben gesagt, das geht nicht, dann kam einer, der wusste das nicht und hat es gemacht. Richtig. Ganz, ganz toll. Und ansonsten, du hast uns verraten, du erzählst gerne Witze. Ja, aber nicht jetzt. Nicht jetzt. Okay, na dann. Also viel Spaß mit dem Vortrag von Annika Hähnel. Vielen Dank. Ja, ich freue mich total, heute hier zu sein, um ein bisschen etwas über Unilever zu erzählen, weil als ich damals Studentin war, hat mir das ehrlich gesagt im ersten Moment gar nichts gesagt. Aber vor allem auch um das Thema Marketing und Digitalisierung und die Herausforderungen in der heutigen Markenführung mit Ihnen zu sprechen. Und ich würde ganz gerne einmal anfangen, um einmal ein paar Slides zu zeigen und zu sagen, wer ist Unilever eigentlich? Unilever ist ein weltweit großer Industriekonzern, global tätig, genau wie die Nestle. Und woher kommt eigentlich der Name? Der Name setzt sich einmal zusammen aus dem Wort Uni Margarine und Lever Brothers, Lever Fabergé. Das war nämlich quasi die Unternehmensgründung, bestand aus Seife und Margarine. Und diese beiden Unternehmen haben sich zusammengetan. Und das gibt es nicht so oft, dass man sowohl Körperpflege in einem Unternehmen hat, als auch den Bereich Foods, also Lebensmittel. Insofern eine spannende Zusammensetzung, die auch einige Herausforderungen manchmal birgt. Aber diese Marken kennen Sie bestimmt. Und das sind alles Marken, weltweit tätige Marken, die in unserem Konzern vereint sind. Und wie ich finde, ganz, ganz tolle und starke Marken, die dabei sind. Unsere Vision bei Unilever ist es, wir haben ein großes Ziel, und zwar einen nachhaltigen Lebensstil zu ermöglichen. Wir alle in diesem Konzern arbeiten daran, eine bessere Zukunft zu schaffen mit Marken und Dienstleistungen, die den Menschen dabei helfen sollen, sich gut zu fühlen, gut auszusehen und einen guten Lebensstil möglich zu machen. Unsere oberste Priorität, und wir haben das Wort heute schon ein paar Mal gehört, ist der Konsument. Der Konsument steht im Fokus all unserer Marken und unser allergrößtes Gut sind unsere Marken. Davon leben wir, davon bezahlen wir die Rechnungen und so funktioniert unser Konzern. Und wenn wir das alles machen, dann sind auch die Aktionäre zufrieden, davon sind wir überzeugt. Wir haben eine Strategie entwickelt und das ist eine wirklich große Vision und Paul Pullman, unser Chef, der hat das massiv in den letzten Jahren vorangetrieben und zwar die Kompass-Strategie. Die Kompass-Strategie sagt, dass wir unser Geschäftsumsatzvolumen in den nächsten Jahren verdoppeln wollen und gleichzeitig haben wir aber natürlich als weltweit großer Konzern eine unheimlich große Verantwortung zum Thema Umwelt und wir wollen gleichzeitig unseren Fußabdruck halbieren. Dabei stehen drei große Themen im Fokus. Einerseits die Steigerung von Gesundheit und Wohlbefinden für unsere Konsumenten, also ihnen das zu ermöglichen, zum Beispiel im Lebensmittelbereich, dass sie sich gut fühlen. Reduzierung der Umweltbelastung und Verbesserung der Lebensbedingungen. Und ich habe einfach mal plakativ drei Beispiele mitgebracht, die wir in jüngster Zeit entwickelt haben. Einerseits haben wir unsere Deos überarbeitet, Deos in Aluminiumdosen, haben wir die neuen Kompressdeos auf den Markt gebracht und die ermöglichen es, mit 25% weniger Aluminium auszukommen bei gleicher Leistung und dabei weniger CO2-Ausstoß. Das ist eine ganz schöne Herausforderung, weil Konsumenten sind träge und Konsumenten kaufen in erster Linie erstmal das, was sie kennen, nämlich die großen Dosen und die sehen auch so aus, als wenn da mehr drin ist. De facto bringen die kleinen Deos aber die gleiche Leistung auf den Markt. Ein Beispiel. Dann haben wir Eintöpfe in einem Aromapack produziert und das Aroma in diesen Packs ist deutlich länger haltbar als das, was es in der Vergangenheit gab unter Knorr. Oder als drittes Beispiel, wir arbeiten daran, auch das Plastik in unseren Produkten in den Verpackungen zu reduzieren. Das sind alles Dinge, die dazu beitragen sollen, in der Zukunft wirklich hier die Umweltbelastungen zu verringern.
Ich will Ihnen heute ein bisschen Praxisbeispiel geben aus der lokalen Markenführung. Ich bin verantwortlich für den Bereich in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Alle Marken, die unter dem Bereich Körperpflege fallen, da sind so Marken dabei wie Dove oder Axe oder Rexona oder auch die Marke Duschdas. Aber hier sehen Sie nochmal alle Marken, die in diesen drei Ländern auf dem Markt sind von Unilever. Ja, und als ich vor 12 Jahren angefangen habe, da war die Welt noch einfach. Es ging darum, gute Produktqualität auf den Markt zu bringen und das primäre Mittel, um das zu bewerben, war Fernsehen. Das heißt, die Hauptkonzentration lag darauf, einen richtig guten Fernsehspot zu kreieren und die ganze Energie floss eigentlich auch da rein. Ich glaube, jeder von Ihnen und auch die jüngere Generation hat schon mal den Spruch gehört, Beefy muss mit. Es war einer der Filme damals, eigentlich hat es jeder gesehen, jeder wusste es und es gibt Werbefilme, ikonische Filme aus dieser Zeit, 70er, 80er, 90er Jahre, die waren einfach gängig und jeder kannte die. Aber das hat sich verändert und wir haben es heute schon mehrmals gehört, es gibt jetzt einfach unheimlich viele Medien, die die Verbraucher nutzen. Und es gibt damit Herausforderungen, wie wollen wir als Marken eigentlich mit unseren Konsumenten in Kontakt treten, denen wir uns täglich stellen müssen. Weil erstens musst du dich entscheiden, welche Kanäle wähle ich und wie ist eigentlich die Art der Ansprache in dem individuellen Kanal. Das heißt nicht mehr ein Werbespot im Fernsehen, sondern ich habe ein Internet, ich habe ein iPad, ich habe Radio. Wofür entscheide ich mich und wie spreche ich die Leute an? Und die zweite massive Herausforderung ist, es gibt unheimlich viele Produkte im Markt im Vergleich zu vor 10 oder 15 Jahren. Da war das Portfolio noch relativ überschaubar, man war vorm Regal, man hat 3, 4 große Marken gesehen. Heutzutage, wisst ihr selber, gibt es massiv viele Produkte, die auf den Markt kommen. Beispiel Haarpflege, im ersten Quartal 500 neue Produkte im Regal. Das heißt, der Handelspartner muss im ersten Quartal 500 neue Produkte in das Regal bringen, 500 Produkte rausbringen. Erste Herausforderung, stehen da denn dann auch unsere Produkte? Zweite Herausforderung, die Auswahl unserer Konsumenten fällt immer schwerer, weil Eigenmarken haben eine super Qualität und die Marke Balea, hat wahrscheinlich auch schon mal jeder von Ihnen gehört, ist eine Handelsmarke, wird aber absolut als Marke wahrgenommen. Das heißt, einerseits Eigenmarken, die im Wettbewerb stehen, aber natürlich auch viele andere Marken, die auf den Markt kommen, zum Beispiel von Kleinanbietern. Das heißt, es gibt kleine Unternehmen, die bringen 1 oder 2 Marken auf den Markt und machen diese groß im Vergleich zu großen Unternehmen wie Unilever, die sehr, sehr viele Marken haben. Deswegen werden nur Marken überleben, die wirklich einen starken Purpose haben, wie wir sagen. Die wirklich eine starke Aussage, eine starke Markenwelt, eine starke Emotion haben, die ich spüre, wenn ich an diese Marke denke, wenn ich vorm Regal stehe und mich für die Marke entscheide, die ich kaufe. Und dafür arbeiten wir jeden Tag. Jetzt habe ich eine Marke mitgebracht, die mir persönlich sehr am Herzen liegt, eine unserer Männermarken und das ist die Marke Axe. Ist die erfolgreichste Marke im Bereich Männerdeos. Und anhand von Axe würde ich Ihnen gerne einmal ein Beispiel zeigen, was haben wir gemacht und was sind auch die Herausforderungen, wenn wir so etwas auf den Markt bringen. So, Axe hat jetzt gesagt, naja, Axe kennt ja jeder, der Axe-Effekt hilft dir, Frauen zu bekommen. Aber wir bringen natürlich auch schon seit 4, 5, 6, 7, 8 Jahren immer wieder neue Produkte mit neuen Düften auf den Markt. Also haben wir gesagt, was soll denn dieses Jahr dran sein? Und wir haben gesagt, unsere Welt wird immer lauter. Jetzt haben wir eigentlich nur eine Möglichkeit. Wir werden schrill, damit wir auffallen, damit man uns sieht, damit man uns kauft. Wir drehen richtig auf und schreien, damit man uns hört. Aber wenn jeder schreit, dann wird uns keiner hören. Und deswegen haben wir gesagt, in einer Welt, die immer lauter wird, ist das beste Statement ein Understatement. Axe Black. Und worum ging es da? Wir haben gesagt, wir wollen uns eigentlich auf die Reduktion konzentrieren. Wir wollen nämlich nicht laut schreien und kein lautes Design haben, sondern eigentlich haben uns unsere Konsumenten zurückgespielt, wir sind mal ganz froh, wenn wir nicht so überladen werden, sondern wenn wir mal ein bisschen was Reduziertes sehen. Es geht schon los, dass ihr das Logo nicht richtig seht und ihr könnt euch nicht vorstellen, das war eine riesen interne Diskussion. Das sieht man am Regal nicht, das werden die Leute nicht erkennen, dass es Axe ist. Das Produkt verkauft sich sehr gut an dieser Stelle schon mal, aber da komme ich gleich noch drauf. Aber am Ende wissen die Leute, die sich für diese Marke interessieren, natürlich, dass das schwarze, ikonische hervorsticht und haben sich in dem Fall auch dafür entschieden.
Und ich würde gerne an dieser Stelle einen kurzen Film zeigen, weil der Film zeigt eigentlich sehr deutlich, Axe ist eine global geführte Marke. Und damit sie aber erfolgreich ist in den einzelnen Märkten, ist es extrem wichtig, dass wir die einzelnen Märkte, Gegebenheiten und Konsumenten verstehen. Und ihr seht jetzt in dem Film mal, wie haben wir das intern umgesetzt und wie unterschiedlich haben wir das umgesetzt, damit diese Marke auch in den einzelnen Ländern erfolgreich ist. Film ab, bitte. Better. Ja, das war eigentlich ein interner Film, den wir zusammengeschnitten haben, um zu zeigen, und ihr habt das Wort zweimal gehört, BB und BD. Brand Building und Brand Development. Brand Building sind die Marketeers, die lokal verantwortlich sind für die lokale Implementierung im Land, und BD sind die internationalen Kollegen, die den Mix entwickelt haben, sprich die Produkte, die Werbung. Und das, wenn das zusammenkommt, nämlich Produkte, Werbung, Entwicklung und die Aktivierung im speziellen Land, und ihr habt gesehen, es waren sehr unterschiedliche Aktivierungen, dann kann was richtig Gutes draus werden. Und seit Juni ist das die Top-Selling SKU, die stärkste Variante bei uns im Portfolio. Und wir sind extrem zufrieden damit, wie wir das Ganze umgesetzt haben. Was ihr hier nochmal seht, ist, das lokale Marketing sitzt in der Mitte. Ja, und da sitzen ganz, ganz viele Abteilungen drumherum, und wir haben es vorhin schon gehört, das Thema Leadership, Leading große Teams ist ein Riesenthema für uns, weil wir haben sowohl interne Bereiche, die wir quasi mit auf die Reise nehmen, um so ein Produkt in den Markt zu bringen, wie zum Beispiel unseren Verkauf, unsere Planung, unsere Finanzabteilung. Aber ich habe es auch schon gesagt, das internationale Marketing, das steht sogar zweimal, wahrscheinlich weil es so groß und bedeutend ist. Aber wir haben natürlich auch externe Partner, die wir mit auf die Reise nehmen. Und das sind ganz vorneweg unsere Agenturen, die uns dabei helfen, diese Dinge kreativ umzusetzen. Und ich weiß noch, mein erster Tag bei Unilever, ich wusste auch nicht so genau, wie das funktioniert. Irgendwie ist ja alles wichtig im Marketing. Was macht man eigentlich in einem Industrieunternehmen? Und mein erster Chef stellte ein Produkt auf den Tisch und sagte, beschreib mal. Ich sagte, ja, also was ich sehe, ist ein Getränk, es sieht sehr natürlich aus, etc., etc. Und er sagte, genau das ist Marketing. Ja, und ich habe seitdem viel gelernt, was Marketing ist. Und Marketing ist vor allem auch Führung, Führung von anderen, eine Vision in ein Unternehmen zu tragen, aber auch Leute mit auf die Reise zu nehmen und vor allem von anderen zu lernen. Und deswegen ist es aus meiner Sicht extrem wichtig, dass wir Prioritäten setzen. Dass wir nämlich erstmal sagen, was will unser Konsument? Und wie kommen wir dahin? Weil Marketing heutzutage hat extrem viele Aufgaben. Ihr wisst es selber, es gibt viele Restrukturierungen, auch in Deutschland. Wir werden weniger Mitarbeiter. Das heißt, wir müssen auch Aufgaben von anderen Bereichen übernehmen, die vielleicht nicht originär Marketing sind, sondern die auch viel mit Organisation zu tun haben. Das heißt, immer wieder zu sagen, okay, wie konzentriere ich mich auf meine Marke? Wie komme ich dahin, dass ich die Marke wirklich mit der Seele ausstatte, die sie braucht, um an einem Markt, der immer wettbewerbsfähiger wird, zu überleben, ist die Hauptaufgabe. Und dafür muss man sich Zeit nehmen. Ich werde auch oft gefragt, ja, aber die Agentur, die hat irgendwie nicht so richtig geliefert. Meine Frage ist dann immer, was hast du denn gebrieft? Ja, also wenn ihr mich fragt, was ist wichtig? Für mich ist vor allem auch wichtig, dass man in der Uni lernt, wie führt man andere. Ja, nicht ihnen sagen, was sie tun sollen, sondern aus ihnen rauszubekommen, was sie eigentlich beitragen können. Aber auch klar zu sein in dem, was man brieft. Was möchte ich eigentlich von dir? Was ist die Aufgabenstellung? Briefings von Agenturen habe ich damals in der Uni nicht gelernt, ist aber eine meiner Hauptaufgaben, damit ich zu einem so exzellenten Ergebnis komme, wie ihr es gerade bei Axe gesehen habt. Um nur zwei Beispiele zu nennen. Aber das Thema Prioritäten haben wir heute auch schon mal gehört, ist ganz, ganz wichtig. Und ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, das Thema Team ist extrem wichtig, weil Marketing alleine in einem Großkonzern ist gar nichts. Marketing ist die Schnittstelle, Marketing ist die Führung, aber Marketing führt alle anderen Bereiche zusammen. Und das muss man immer im Hinterkopf behalten. Und ich habe es eben auch schon gesagt, entscheidend und immer entscheidend in einer digitalen Welt wird externe Expertise. Sich Experten an Bord holen, wenn auch nur für kurze Zeit zu einem Projekt und zu wissen, was die beitragen können, weil man vielleicht selber das Wissen intern nicht hat, wird immer entscheidend, damit wir diesen digitalen Weg auch wirklich gehen können. Und ich glaube auch, das Selbstbewusstsein zu haben, wenn ihr jetzt von der Uni kommt, zu sagen, es gibt einen Bereich, für den interessiere ich mich schon immer und da bin ich absoluter Experte, und das mit einzubringen, das sind Dinge, die wir im Unternehmen brauchen, weil davon haben wir nicht so viele. Und deswegen ist es extrem wichtig, wenn ich daran denke, wie müsste eigentlich ein Profil von euch aussehen, wenn ihr bei Unilever anfangt. Erstens, Selbstbewusstsein.
Selbstbewusstsein, Selbstbewusstsein, Selbstbewusstsein. Kommt her, sprecht mit uns, sagt uns, was ihr für Vorstellungen habt. Ihr werdet relativ schnell Verantwortung übernehmen. Das heißt, es ist extrem wichtig, dass ihr euch eurer Stärken bewusst seid. Was könnt ihr richtig gut? Zweitens, zielgerichtet sein. Ja, dass ich sagte, Prioritäten setzen. Ich habe ein, zwei Prioritäten und ich werde immer wieder dafür sorgen, dass ich und mein Team an diesen Prioritäten die meiste Zeit arbeiten und nicht von anderen Dingen abgelenkt werden, die vielleicht auch wichtig sind im Unternehmen. Drittens, ich versus wir. Ja, ich bin wichtig, aber ehrlich gesagt, das sind Teamaufgaben, das sind Teamerfolge. Das, was ihr seht, warum eine Marke stark ist, ist nicht wegen einem Einzelnen. Da hängen ganz, ganz viele Menschen mit dran. Und ja, es gibt immer welche, die haben die Vision. Und die schaffen es nämlich zu sagen, wenn alle sagen, das geht nicht, dann kommt einer, der weiß das nicht und der macht das trotzdem. Also auch den anderen zum Trotz zu sagen, ja, wenn ihr alle sagt, das geht nicht, aber ich habe das Gefühl, das geht doch, sich davon nicht sofort abbringen zu lassen. Weil es gibt immer viele Leute, die Hürden sehen, gerade in Deutschland. Wir Deutschen sind immer eher die Pessimisten und sagen, was alles schwierig ist. Aber da wirklich drüber zu stehen und zu sagen, ich glaube, das geht. Und gibt es nicht eine Möglichkeit, wie wir das oder das Problem umgehen können? Das ist für mich der Schlüssel zum Erfolg. Dann seht ihr da ein Bild, was aus meiner Sicht extrem wichtig ist. Energie. Und wir haben es heute schon ein paar Mal gehört und ich habe es auch in den Präsentationen gespiegelt bekommen. Das Thema positive Energie ist nicht zu unterschätzen. Weil eine Führungskraft, wenn die keine positive Energie ausstrahlt und die morgens schon mit schlechter Stimmung zur Arbeit kommt, kann alles killen. Eine Person, die es schafft, eine positive Energie auf ein Team zu übertragen, auf eine Marke zu übertragen, die schafft es, andere Leute mit auf die Reise zu nehmen. Und das ist etwas, das muss man auch in sich haben, aber das kann man auch trainieren. Ja, ich kann morgens aufstehen und sagen, das wird ein scheiß Tag. Oder ich kann morgens aufstehen und sagen, heute werde ich das und das schaffen. Und ich weiß, dass das geht. Und ich garantiere es euch, und je älter man wird, umso mehr beschäftigt man sich damit, das funktioniert. Ja? Und interessanterweise fangen Unternehmen auch an, so etwas wie Energieseminare zu machen. Das hat einen Grund. Wenn schlechte Stimmung in einem Konzern ist, ist der Konzern nicht erfolgreich, garantiere ich euch. Wenn gute Stimmung in einem Team oder in einem Konzern ist, dann könnt ihr alles bewegen. Und da gehört manchmal auch ein Funken Glück dazu. Aber die Grundeinstellung ist entscheidend, wenn ihr anfangt, in einem Unternehmen eine Managementaufgabe zu übernehmen und ihr glaubt schon von Anfang an nicht an das Projekt, werdet ihr nicht erfolgreich sein. Wenn ihr glaubt, das geht, dann kriegt ihr das hin. Und last but not least, ihr seid alle super individuell. Konzentriert euch nicht auf eure Schwächen, konzentriert euch darauf, was ihr könnt und was ihr gut macht. Sucht euch einen Job aus, der euch am Herzen liegt. Ich habe das eben ein paar Mal gesehen in der Studie. Das passt zu meiner Persönlichkeit. Hey, das ist doch super. Ich bin seit 12 Jahren im Marketing. Ich habe immer zwischendurch gesagt, jetzt müsste ich eigentlich meinen Verkauf, weil das ist besser für meine Karriere. Aber mein Herz hängt im Marketing. Und das ist das, was ich gut kann und das, was mir Spaß macht, was mir Energie gibt. Und das bringe ich jeden Tag mit zur Arbeit. Und ich bin trotzdem erfolgreich, obwohl ich vielleicht den offiziellen Schritt nicht gemacht habe. Aber ich fahre mindestens alle 3 Monate selber mit zum Kunden und präsentiere meine Sachen und helfe damit auch meinem Verkaufsteam, wirklich die Produkte in den Markt zu bringen. Insofern, das ist das Profil. Konzentriert euch auf eure Stärken und fokussiert euch auf die Dinge, die elementar sind. Wir leben von Marken, Marketing lebt, um die Frage zu beantworten, denn das war eine Ursprungsfrage hier heute von diesem Tag. Aus meiner Sicht lebt Marketing und mit euch hoffe ich, dass wir da auch jetzt in die nächste Generation gehen. Vielen Dank. Ganz lieben Dank, vielen Dank. Ja. Ich fand es ja auch sehr spannend, du hast gesagt, zum Beispiel Briefings erstellen hast du nicht in der Uni gelernt. Das ist ja immer auch die Frage, für was lernt man denn eigentlich in der Uni als Student, beziehungsweise was sollte man eben für sich selber machen und neben dem Studium machen. Und das sind Fragen, die sollten sich alle stellen und vielleicht auch gerne im Austausch mit dir. Du bist ja noch einen Moment hier. Ja. Ja, wunderbar. Und jetzt geht's, ich leite auch über an Nils, denn Dankeschön, Lisa. Nils übernimmt. Genau. Jetzt, meine Damen und Herren, nochmal einen Riesenapplaus für Dankeschön.